Und in diesem Vers, was ich jetzt lesen werde, geht es um das tugendhafte Verhalten eines Muslim, was jetzt ab den 177. Vers kommt, wobei wir jetzt natürlich beachten müssen, dass diese Verse nach den Qibla-Versen kommt, also wo Allah uns befiehlt, in Richtung Masjid al-Haram zu beten. Und hier wird unabhängig von der Symbolik auf das eigentliche Verhalten der Tugend und die Güte hingewiesen. So sagt Allah folgendermaßen. Wie gesagt, ich versuche inshallah diesen Unterricht nicht sehr lang zu machen, damit ich das Thema letztendlich zusammen behalte, selbst auch für mich. Allah sagt im 177. Vers oder ab dem 177. Vers der Sure Baqara, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laysa al-birra an taqulu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-akhiri wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi zawil qurba wal-yatama wal-masakin wabna as-sabili was-sa'ilina وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah sagt sinngemäß: Nicht darin besteht die Güte bzw. die Tugend oder euer gutes Verhalten. Güte, Tugend heißt gutes Verhalten, guter Charakter. Guter Charakter ist nicht, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Also bei der Qibla-Suche. Also, guter Charakter ist nicht auf Symbolik hängen zu bleiben. Guter Charakter ist nicht auf der Symbolik hängen zu bleiben oder auf den Finger hängen zu bleiben, auf den Mond nicht zu gucken. Güte, Tugend ist vielmehr, jetzt kommt's, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und von dem Besitz, obwohl man es liebt, Achtung, und von dem Besitz, obwohl man es liebt oder weil man Allah liebt oder weil man Allah mehr liebt als den Besitz, spendet davon. Soll man davon spenden? Ihr kennt den vorigen Vers, الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Die Liebe zu Allah ist bei den Gläubigen viel brutaler als irgendetwas anderes. Und das ist, der Besitz ist im Islam nichts. Die Liebe zu Allah ist höher. Obwohl man es liebt, sagt Allah, davon spendet, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, dem Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe, das heißt das Zakat, entrichtet und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen. Das ist ein sehr langer Vers jetzt gewesen, ich versuche das mal verständlich rüberzubringen. Achtung, Güte bzw. Tugend ist nicht die Tat an sich, sondern, Achtung, Achtung, sondern der Geist und die Seele dieser Taten. Nochmal, die Tugend ist nicht die Tat an sich, sondern der Geist bzw. die Seele dieser Taten, welches zum Vorschein tritt. Yani bil amelin ruhundan bahsediyor burada. Amelin bizatihi değil, amelin ruhundan. Also der Antrieb einer Tat. Güte ist eine Angelegenheit, Tugend ist eine Angelegenheit, welches sich mit dem Ändern der Zeit, Achtung, und Situationen nicht ändert. Wenn ich ein gerechter Mensch bin, wenn ich die Gerechtigkeit etablieren will, wenn ich einen guten Ahlak habe, dann ist der Ahlak, die Tugend und die Güte, nicht an einen bestimmten Ort und nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Wenn ich heute arm bin, bin ich tugendhaft. Wenn ich morgen reich bin, bin ich nicht tugendhaft. Wenn ich in Deutschland bin, verhalte ich mich gut. Aber den Charakter, den ich in Deutschland habe, den übe ich in Afrika nicht aus. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, bisschen Politik muss sein, damit ich das Thema ein bisschen verständlich rüberbringen kann. Ich schließe natürlich nicht alle mit ein, gar keine Frage, das wisst ihr ja. Engländer zum Beispiel, ein Großteil der Engländer, nicht alle, ich muss immer aufpassen, ne? So, ein bestimmter Teil der Engländer, das ist im Urlaub bekannt, wenn sie zum Beispiel in England sind, sind das sehr bescheidene Menschen. Sie sind Lords, sie sind Adel, sie gehen, Tea Time ist um 16 Uhr angesagt, sie ziehen sich fein an und verhalten sich gut. Aber der Teil der Engländer, der zum größten Teil sich so verhält, nicht alle natürlich, wenn sie in den Urlaub gehen,
dann kippen sie sich die Hucke voll in Mallorca, in der Türkei, in Spanien, woanders. Und den Charakter, den sie auf englischen Straßen zeigen, zeigen sie in diesen Ländern, wo sie Urlaub machen, nicht. Der Engländer, der sich respektvoll gegenüber Älteren in London verhält, ja, und zeigt ein adliges Verhalten, ja, wenn er zum Beispiel vor 200-300 Jahren die Welt ausgebeutet hat, hat er sich von afrikanischen Kindern oder von indischen Leuten auf Stelzen tragen lassen. Das heißt, der Charakter, der in England für ihn bindend gewesen war, die Gerechtigkeit, war außerhalb für England nicht mal die Gerechtigkeit gewesen. Und da müssen wir sehr, sehr dabei aufpassen. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber das gilt letztendlich für uns alle. So wie du dich zu Hause verhältst, musst du dich auch draußen verhalten. So wie du dich in der Moschee verhältst, musst du dich auch in der Arbeit verhalten. Das heißt, Gerechtigkeit, Tugend und ein bestimmtes Benehmen, ja, wo wir alle an uns zu arbeiten haben, ist nicht an einen bestimmten Ort oder einen bestimmten Raum gebunden. Gutes Verhalten müssen wir überall zeigen. Das heißt, die Heuchelei dürfen wir nicht zeigen. So wie du bist, sei so wie du bist, habe keine zwei Gesichter. Deswegen, was haben wir gesagt? Güte ist eine Angelegenheit, welches sich mit dem Ändern der Zeit, der Situation oder letztendlich auch mit dem Ort nicht ändert.